Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute gibt es den zweiten Teil der Serie Wer handelt wann Covered Calls? Und nachdem wir uns im ersten Video schon dem trading-orientierten Covered Call Händler zugewandt haben, schauen wir uns heute einmal den Investor an. Wann sollte der Covered Calls nutzen? Wieso, weshalb, warum? All das jetzt im Video. Im letzten Video haben wir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich, wenn man schon Aktien im Depot hat, beispielsweise als Langfristinvestor? Als Langfristinvestor kaufst du ja aus anderen Gründen Aktien als beispielsweise ein Trader. Ein Trader möchte kaufen, einen Wertzuwachs erzielen und dann wieder verkaufen. Ein Langfristinvestor findet ja eine Firma aus welchen Gründen auch immer werthaltig, sagt, ich möchte diese haben, und dann möchte er sie natürlich auch nicht verkaufen, wenn die Börsen fallen, weil in seinen Augen ist es ja dann so, dass die Firma immer noch den gleichen Wert hat, bloß eben der Markt stellt sich das Ganze momentan anders vor oder stellt das Ganze anders dar. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Mehrfamilienhaus. Wenn ihr ein Haus habt, das ist vermietet, ihr bekommt regelmäßig Miete rein und ihr seid mit dieser Miete hoch zufrieden und jetzt würde dieses Haus 10, 15, 20% an Wert verlieren, aber eure Mieten würden weiterhin regelmäßig fließen, ihr würdet weiterhin diesen Cashflow haben, dann würdet ihr doch auch nicht dieses Haus verkaufen. Und genauso verhält sich ein Investor, wenn er langfristig Aktien kauft. Das heißt, er ist am Wert dieser Firma interessiert, am langfristigen Wertzuwachs und natürlich am Cashflow, der ihm beispielsweise zufließt in Form von Dividenden. So, wenn wir natürlich jetzt Covered Calls machen und auch in einem Langfristportfolio bietet es sich absolut an, Covered Calls zu machen, müssen wir uns allerdings überlegen, wann macht es denn Sinn, hier Covered Calls zu machen? Macht es denn Sinn, in einer Bullenphase Covered Calls zu verkaufen mit dem Risiko, dass mir dann die Aktien über den oben verkauften Call weggecallt werden? Wahrscheinlich eher nicht, denn ich möchte ja diese Aktien behalten. Und deswegen macht es viel mehr Sinn für einen langfristig orientierten Investor, Covered Call dann zu nutzen, wenn seine Aktien im Wert fallen. Wir können uns das hier mal am Beispiel der IBM-Aktie anschauen. Wir wissen, IBM ist eine Value-Aktie par excellence. Die gibt es schon weit über 100 Jahre, stabiler Dividendenzahler und wird von vielen langfristigen Investoren als großer Bestandteil ihrer, als Basisbestandteil ihres Kontos angeschaut. So, und wir sehen, dass diese Aktie aber seit einigen, mittlerweile kann man sagen Jahren, ich glaube 2, 3 Jahre schon, schwächelt. Das heißt, die Aktie fällt. Jetzt in so einer Phase macht es natürlich definitiv Sinn zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich auf diese Aktie Calls. Warum? Ich erhalte natürlich von dieser Aktie weiterhin Dividenden. Und durch den zusätzlichen Verkauf von Call-Optionen oberhalb des aktuellen Preises bekomme ich zusätzliche Einnahmen. Das mindert zwar nur minimal oder nur zum Teil die Verluste, die ich in dieser Aktie habe, wobei das für mich als langfristig orientierten Investor überhaupt keine Rolle spielt. Es sind, man kann sagen, Buchverluste, aber für mich wird ja die Firma im Grunde genommen immer sinnvoller, sie zu kaufen, wenn sie vom Preis an der Börse her fällt. Und da macht es natürlich unheimlich viel Sinn, jetzt zu sagen, jetzt verkaufe ich Calls darüber, erziele zusätzlichen Cashflow. Und dieser Cashflow, damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, das liegt im Bereich oder kann, je nachdem wie man das macht, wir werden noch ganz konkret darauf zu sprechen kommen, das kann sich durchaus im Bereich von 4, 5, 6, 7% pro Jahr bewegen. Und dann ist es natürlich plötzlich so, dass so eine Aktie, die vielleicht 3% Dividenden ausschüttet, wenn ich hier noch 6, 7% Cashflow durch den Verkauf von Call-Optionen habe, dass ich dann plötzlich trotzdem einen Cashflow insgesamt im Jahr von vielleicht 10% habe. Und das ist für einen langfristig orientierten Investor natürlich wieder sehr, sehr interessant. Wenn wir noch einmal den Chart also aus dem vorherigen Video aufgreifen, diesen hier, dann seht ihr, habe ich jetzt einmal noch die Phasen gekennzeichnet, in dem es also für einen langfristigen Investor Sinn macht, Covered Calls zu verkaufen. Nämlich immer dann, wenn die Märkte schwach sind. Also das heißt,
Immer dann, wenn der trading-orientierte Covered Call Verkäufer aus dem Markt aussteigt und sagt, das Risiko der fallenden Aktien ist mir jetzt so groß, sagt der langfristorientierte Investor, weil die Aktien jetzt fallen und ich nicht das Risiko habe, dass sie mir oben weggecallt werden, fange ich jetzt an, Covered Calls zu schreiben, um einfach zusätzliche Gewinne oder zusätzlichen Cashflow zu generieren. Das heißt, für ihn sind die fallenden Preise des Gesamtmarktes der Startschuss, um mit Covered Calls zu starten, wohingegen eben der trading-orientierte Anleger, so wie wir das im letzten Video hatten, zu diesem Zeitpunkt eher herausgehen würde. Um mal ganz an die Anfangsfrage zu kommen, wer handelt wann Covered Calls? Kann man also sagen, natürlich kannst du theoretisch immer Covered Calls handeln, egal in welcher Marktphase. Und das allererste Video, als wir über den Buy-Right-Index gesprochen haben, hat ja gezeigt, dass du damit langfristig den Markt schlagen wirst. Aber es macht natürlich großen Sinn, dich selbst einmal zu hinterfragen, was bin ich denn? Bin ich ein trading-orientierter Anleger oder bin ich ein Langfrist-Investor? Je nachdem, wie du antwortest, kannst du Covered Calls einsetzen. Du solltest es eben nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten tun. Keines ist besser, keines ist schlechter, sondern jedes hat seine Berechtigung. Du musst für dich entscheiden oder für dich einfach abklären, was bin ich, was will ich mit meinem Trading erreichen. Das war's jetzt mit der Frage, wer handelt wann Covered Calls? Beim nächsten Mal, im nächsten Video in dieser Serie, werden wir ein bisschen mehr auf die Mathematik eingehen. Was kann man eigentlich mit Covered Calls verdienen? Wir schauen uns mal ein paar ganz konkrete Beispiele an und werden dann so nach und nach einfach ein paar Dinge entwickeln, wie wir Covered Calls in der Praxis umsetzen. Wenn ihr bisher zu den bisher veröffentlichten Videos, zu den Themen darin Fragen habt, dann schreibt die mir bitte wieder in die Kommentare hinein und dann werden wir das Ganze hier in die Videos mit einbauen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse. Falls du es noch nicht getan hast, vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Bis dahin, Servus, mach's gut, bye bye.